so kann man fast schon sagen, wenn wir Sie zu einem leichteren Leben begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Denn um Glück geht es heute natürlich auch wieder in der Sendung, um glücklich werden. Und dann haben wir zwei Gäste eingeladen, die Ihnen wirklich gut weiterhelfen können. Es geht einmal um eine sibirische Schamanin. Ayla ist zu uns gekommen, in Begleitung von Freya, die heute als Übersetzerin dienen wird. Denn der russischen Sprache bin ich leider noch nicht ganz so gut mächtig. Aber wenn du öfters kommst, werden wir daran arbeiten, meine liebe Ayla. Aber du bist so nett, Freya, wirst ein bisschen erzählen und übersetzen über die Arbeit einer sibirischen Schamanin, was du alles hier in unser Deutschland sozusagen auch rüberbringen kannst, transportieren kannst. Aber nicht nur das haben wir für Sie vorbereitet, sondern ich freue mich sehr über den Besuch von Jan Glasmachers. Er möchte etwas für Ihren Kopf tun. Da geht es nämlich um Brain Boosting, um Smoothies, die Ihnen ja ein bisschen auf die Sprünge helfen sollen. Auf der einen Seite Ihr Gedächtnis wieder ja, zu ordnen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, was die Gesundheit anbelangt, immer nicht verkehrt, sich wirklich gut zu ernähren. Und da helfen die Smoothies natürlich auch. Und wir spielen mit niemandem anderen als Danny. Danny hat heute mal wieder ein klein wenig für Zündstoff gesorgt, beziehungsweise wir werden für Zündstoff sorgen. Ich fand das toll, wie du gerade gesagt hast, da haben wir zwei Gäste, die Ihnen helfen können. Ja, und Danny. Und Danny, der einfach mal wieder da ist. Der einfach mal wieder da ist, Quatsch, so ist es ja. Du bist nämlich wirklich, man muss es wirklich erklären, du bist kurzfristig eingesprungen, denn eigentlich haben wir heute mit Evelyn Graf ein bisschen über die Kräuterecke sprechen wollen. Die musste aber kurzfristig leider Gottes absagen und dann hat Danny gesagt, naja, die sieben gerne. Minuten, die fülle ich doch locker mal. Ja. Also geht es heute um Zündstoff. Aber jetzt geht es erstmal um sibirischen Schamanismus mit Ayla und Freya, die netterweise übersetzen wird. Kann man sagen, dass eine sibirische Schamanin, generell eine Schamanin, fast schon so eine Arztrolle hat? Eine Arztrolle, die ja, von Tradition, also wo man gar nicht aufs Studium guckt, studieren muss, sondern es wird irgendwas Wissen weitergegeben? Можно ли сказать, что шаманизм и шаман являются, скажем так, именно врачом, которому не нужно обучаться и входить в университет, и он получает это из своих традиций? Я думаю, что до конца так сказать нельзя. Ich denke mal, so ganz genau kann man nicht sagen. Шаманизм – это очень древняя культура, восприятие мира, что весь мир вокруг тебя живой. Шаманизмус – это eine uralte Kultur, das ist die Wahrnehmung der ganzen Welt, dass diese Welt lebendig ist. Но в современном мире, если мы не будем самые элементарные знания получать в институтах, то мы не сможем эволюционировать. Aber wenn wir natürlich sozusagen an der Uni oder in Ausbildung die Basiswissen nicht bekommen werden, dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Сейчас нельзя ни в ту, ни в другую крайность уходить. Man darf auf gar keinen Fall diese radikalen sozusagen extrem annehmen. Или мы будем поглощены машинами и знанием. Entweder werden wir einfach nur mit dem Wissen sozusagen überfangen, überflutet. Also es geht schon auch um eine Art Studium, es geht schon auch wirklich, dass man sich Dinge anliest, allerdings auch viel aus dem Bauch heraus agiert. Или это больше все что-то на уровне живота? Можно эти вещи сделать в университете или это все-таки что-то такое интуитивное более? Но вы знаете, ученые очень много шаманизм изучают, и сейчас можно сказать, что шаманизм можно изучать и через институт, через науку. Die Wissenschaftler lernen heutzutage sehr, sehr viel Schamanismus. Man kann auch sagen, Schamanismus kann man auch durch die Wissenschaft begreifen. Но для того, чтобы в итоге прийти к своей природе. Aber um eben zu unserer eigenen Natur wieder zurückzukehren. Also Schamanismus bedeutet schon, sich mit der Kraft der Natur auseinanderzusetzen, die Natur auch wirklich zu schätzen, Dinge aus der Natur zu finden, zu holen, um Menschen diese Dinge weiterzugeben, damit sie ein gesünderes, ein glücklicheres Leben führen. Получается, что шаманизмус это есть именно соединение с природой, взять силу природы, именно привести себя снова к этой силе, соединиться с ней. Да, совершенно верно. Абсолютно richtig. Возвращение к своим корням. Das ist eben Rückkehr zu unseren Wurzeln. И то, что потеряли современные люди, это научиться уважать все живое, то, что тебя окружает. Und das, was wir modernen Menschen verloren haben, eben Respekt und Wertschätzung gegenüber dem zu haben, was alles lebendig ist. Wir sehen gerade Bilder. Wir sehen gerade Bilder wahrscheinlich auch von einem Ritual, von einer, von Menschen, die eben
Hilfe über den Schamanismus gesucht haben, die hier wirklich alte, traditionelle Tänze noch aufführen. Also welche Bedeutung hat so ein Ritual? Was sind das für Leute, die da zu dir gekommen sind? Was bedeutet das Ritual? Was für Leute? Warum tanzen sie? Was bedeutet das? Тот ритуал, который был на экране, это мы были на очень сильном месте силы в России. Dieses Ritual, was wir jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, das ist ein kraftvoller Ort in Russland. И обращались к душам наших предков. Und wir haben uns an die Seelen unserer verstorbenen Vorfahren gewendet. Чтобы усилить свой собственный род. Um unsere eigene Sippe, unsere eigene Familie zu verstärken. Но чтобы общаться с душами умерших людей, нам нужно войти в состояние транса. Aber eben um die Kommunikation zu unseren verstorbenen Ahnen herzustellen, müssen wir den Trance-Zustand erlangen. Die Wissenschaftler haben bestätigt, dass der Trance-Zustand ist ein natürlicher Zustand unseres Gehirns. А шаман использует бубен для того, чтобы как раз в это состояние естественным, природным образом войти. Und ein Schamane nutzt auf jeden Fall eben die Trommel, um eben in diesen natürlichen Zustand hineinzugehen. И вот что здесь важно, когда я общаюсь, например, с душами умерших, я уже этим процессом буду управлять. Was ist wichtig, wenn ich schon mal mit den verstorbenen Seelen kommuniziere, ich kann diesen Prozess selbst steuern. Не мне что-то будут души умерших, ну, просить там, навязывать. Nicht die Seelen der Verstorbenen werden mir etwas sagen, etwas bitten oder sozusagen aufzwingen sogar. А я могу о чем-то их, ну, sondern попросить. Andersrum, ich kann sie um etwas bitten. И вот здесь... Hat es, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber hat es was mit einem Gebet zu tun? Wir Christen gehen in die Kirche, um Gott um irgendetwas zu bitten. In dem Fall nehmen wir die nächsten Verwandten, die uns vielleicht auch gut kennen, dazu her, um zu sagen, bitte hilf mir in dieser Situation weiter. Zuerst Leute, как das молитва, например, мы в церкви ходим в церковь и молимся, да, и призываем души наших родственников умерших и просим о помощи. Это как-то связано с этим? Ну, это похоже. Das ist ähnlich, ja. Только мне кажется, что у шаманизма больше возможностей. Ну, ich habe das Gefühl, dass der Schamanismus einfach mehr Möglichkeiten hat. Там не считается каким-то чудом, что я разговариваю со своими предками. Dort ist es jetzt wirklich kein Wunder, dass ich mit meinen verstorbenen Ahnen spreche. Это абсолютно нормально. Das ist absolut ganz normal. Ich meine, diese Bräuche kommen ja nicht von ungefähr. Also egal, ob wir jetzt über Indianer reden, die ja auch solche Ahnentänze vorführen, in anderen Kulturen wird ebenfalls um Feuer getanzt, Menschen angebetet oder zu irgendjemandem gesprochen. Von ungefähr ist das ja nicht entstanden. Das sind ja alles alte Traditionen, die du hier sozusagen wieder nach vorne geholt hast, wo Menschen einfach auch Sehnsüchte dann haben. Это же все такие традиции, танцы, неважно в каких культурах, они же не просто так пришли сейчас, да? И вы пытаетесь эти вот старые традиции снова возродить и как бы продвинуться вперед. Да, совершенно не случайно все это сейчас вспоминается у людей. Natürlich, Menschen erinnern sich nicht einfach so eben nach dieser Tradition. Мы ушли от природы, теперь к ней возвращаемся. Wir sind von der Natur zurückgegangen und jetzt kehren wir wieder in die Natur. Мы потеряли связь с предками, теперь к ним возвращаемся. Wir haben die Verbindung zu unseren Wurzeln, zu unseren Vorfahren verloren. Jetzt gehen wir wieder zurück zu ihnen. Мы разучились расслабляться, теперь возвращаемся, а транс – это лучшее средство расслабиться. Wir haben einfach die Fähigkeit verloren, uns zu entspannen. Aber eben die Trance ist eigentlich die beste Methode, uns zu entspannen. Получается, mit der Trommel. Мы возвращаемся, как бы, ну как сказать, сделали круг, да, и возвращаемся снова к знаниям, те, что знали наши предки. So wie es ausschaut, wir haben so einen Kreis gemacht. Und kehren zurück zu den uralten Traditionen und uralten Wissen unserer Vorfahren. Es hat was mit Loslassen wahrscheinlich auch zu tun. Das ist das, was wir als da haben. Бросить, бросить, оставить вещи. Отпустить. Это с тем, чтобы отпустить. Но это связано с тем, чтобы стать гармоничным. Es ist damit verbunden, mehr harmonischer zu werden. Что-то надо отпустить. Ja, etwas müssen wir loslassen. А что-то обрести. Und etwas müssen wir erlangen, bekommen. В шаманизме нет категоричности. Im Schamanismus ist nichts kategorisch. Я даже всегда говорю, когда разговариваю с людьми, что это не религия. Auch wenn ich mit Menschen spreche, ich sage niemals, dass es eine Religion ist. Это культура твоей души. Das ist die Kultur deiner Seele. Принимать, что мир вокруг тебя живой. Einfach alles anzunehmen, dass die Welt um dich herum lebendig ist.
Das alles? Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo Menschen sich nach Krafttieren sehnen, wo Menschen mit der Kraft der Steine arbeiten, wo es um die Natur geht. Und was ihr natürlich macht, ist, dass ihr das komplett verbindet. Wir leben Gott sei Dank in einer Zeit des Bewusstseins. Menschen, die sich mehr um ihre Ernährung kümmern, Menschen, die sich mehr um sich selber kümmern und wirklich auch mal wieder diese Ruhe genießen. Ihr helft aber, ich komme gleich noch mal zu euch, denn ich finde, eigentlich passt Jan Glasmachers heute auch wunderbar zu dieser Sendung, denn auch bei ihm geht es um Bewusstsein, auch bei ihm geht es um ein bewussteres Leben, ernährungstechnisch auf jeden Fall. Aber bevor ich zu ihm komme, können Sie erstmal was gewinnen, denn es geht um die 12 Gesetze der Heilung, ein Buch, das wir heute verlosen. Aber ich habe ja Jan gerade schon angesprochen, es geht auch um die Gesundheit und sein Buch, nämlich Brain Boosting Smoothies, die gibt es im Internet als E-Book, aber wir haben heute einfach gedacht, wir drucken in ein Internetbuch schon mal aus und das legen wir zu der Verlosung, nämlich zu den 12 Gesetzen der Heilung einfach mal mit dazu. Geschrieben übrigens von Katharina Michel und Peter Michel vom Aquamarin Verlag und die haben dieses Buch uns an die Hand gegeben. Also machen Sie mit und wir wollen heute von Ihnen wissen, aus welchem Land stammt eigentlich die Schamanin Ayla? A, aus Sibirien oder B, aus Zanzibar. Unter der 01379881404 können Sie aus Deutschland unseren Anrufbeantworter erreichen. Unter der 09010505190 können Sie uns aus Österreich und der Schweiz erreichen. Einfach anrufen, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen. Und im Gewinnfall rufen wir Sie natürlich sofort an. Jetzt zeige ich hoppala, genau, und halt mal die 12 Gesetze der Heilung schnell mal fest. Das ist nämlich dein Buch, dein E-Book Brain Boosting Smoothies. Genau. Ja, da ist einiges drinnen. Wir haben mal gedacht, wir machen Ihnen die Freude. Drucken es einfach mal aus, denn da bekommen Sie schon mal wirklich tolle Rezepte, wo man sagen kann, ja, Ernährung, Getränk, Smoothies schaffen mehr Vitalität in mein Leben, ja? Können. Wenn wir es richtig machen. Ganz genau. mein lieber Jan, bei dir muss man wirklich sagen, du kommst eigentlich auch aus einem klassischen Bürojob. Du bist Webdesigner, du hast viel am Computer deine Zeit verbracht, 14 Stunden in der Regel, das war so dein Alltag. Ja. Irgendwann ging es nicht mehr, oder? Genau. Ja, ich habe davor ja noch was anderes gemacht. Ich war ja davor noch 10 Jahre lang Speditionskaufmann. Ja, okay. Und dann ging das ja schon gesundheitlich irgendwann bergab. Das war so 1999 und dann hatte ich das erste Mal zu der Zeit beschlossen, mein Leben zu ändern in Richtung Selbstständigkeit, also wirklich mehr Ursache als Wirkung zu sein und habe dann quasi mich selbstständig gemacht als Webdesigner, genau, habe eine Internetagentur aufgemacht und das habe ich dann 15 Jahre gemacht. Mhm. Ja. Allerdings weiß man natürlich als Selbstständiger, man muss ein bisschen mehr wahrscheinlich ackern als andere, damit man gut über die Runden kommt und ja, man vernachlässigt sich wahrscheinlich. Absolut, ja. Generell ist es also, ich war auch hauptsächlich Programmierer, aber saß auch den ganzen Tag quasi vor der Kiste und habe monotonen Inflow gehabt und bin halt selten rausgekommen. Ne? Und irgendwann reicht es dann auch. Ne? Also da muss man wieder unter Menschen kommen. Und primär gab es da nochmal eine Motivation, was zu ändern, als denn meine Gesundheit tatsächlich bergab ging. Ne? Die Gesundheit ging bergab, hast du gesagt. Ja. Also wie hast du es denn selber dann gemerkt? Also dass dieses ständige 14 Stunden, vielleicht schlechte Ernährung, vielleicht kaum Bewegung, ja, kaum den Bezug mehr zur Natur, die uns ja so wichtig ist oder die für uns so wichtig ist. Wie hast du es dann gemerkt? Naja, also 99 war das Erste, was ich bekommen habe, eine Darmentzündung. So, dann habe ich 10 Jahre lang Medikamente genommen, also weil ich konnte da nicht so wirklich mit umgehen. Es hieß einfach, dass das was Chronisches und dann denkt man erstmal, dass das mit einem nicht stimmt und so. Und es ist eher rumgedümpelt, als dass sich was gebessert hat. Und so nach 10, 12, 13 Jahren wurde es dann facettenreicher, das Ganze. Also das Symptombild, das wurde einfach vielfältiger. Ich konnte mir das nicht so erklären. Das war auch noch die Zeit, wo ich dann aus Lübeck nach Wiesbaden umgezogen bin. Musste mich dann auch mit Ärzten und so neu orientieren, dass ich mir da halt neue Leute gesucht habe. Und da hieß es dann auch, dass da, wo sie das vermutet haben, damals im Darm an einer ganz anderen Stelle saß, also nicht Dickdarm, sondern Dünndarm. Das hat sich ein bisschen verändert von der Diagnose.
Und letztendlich hat sich das vorgekämpft bis ins zentrale Nervensystem. Und 2012 hatte ich dann das erste Mal so richtig kognitive Probleme. Das hat also irgendwo ins kognitive System geschossen. Und das konnte ich mir auch nicht so genau erklären. Also es war, also ich habe es als relativ schlimm empfunden, weil ich, also angefangen damit, dass ich, wenn ich so normale Filme geguckt habe oder so, die Bildabfolge nicht mehr zur Handlung zusammenbringen konnte. Habe ich immer gedacht, irgendwas funktioniert hier nicht mehr bei mir so richtig. Man spürt's ja. Man spürt ja, dass irgendwas nicht mehr rund läuft. Ne? Genau, genau. Und dann habe ich mich dann untersuchen lassen und dann kam die Diagnose MS-Verdacht auf den Tisch. So hat man halt Entzündungen im Gehirn gesehen. Und ja, und da musste ich mich dann tatsächlich neu sortieren im Leben. Und da habe ich dann, und dann hat auch automatisch der Job keinen Sinn mehr gemacht für mich. Also sich da 14 Stunden hinzusetzen mit dem Resultat, dass ich trotzdem krank werde. Ne? Und genau, und dann deswegen habe ich mich dann mal neu orientiert und habe dann versucht, auch so vielleicht schon aus Motivation meiner Programmiererzeit her, dass ich immer lösungsorientiert gearbeitet habe, dass ich einfach geguckt habe, was kannst du tun, um deine Gesundheit zu verbessern. Und dann bin ich halt losgegangen und fing an zu lesen. Also mittlerweile habe ich, glaube ich, über 400 Bücher gelesen oder so. Und die sich alle nur mit dem Thema beschäftigt haben, was trägt zur Gesundheit bei. Und dann habe ich angefangen, meine Erkenntnisse niederzuschreiben. Aber ich glaube, unsere Klimaanlage ist wahrscheinlich wieder an. Kannst du mal kurz, Helena, mal schauen, ob die Klimaanlage auch aus ist? Hier entsteht dann immer auch so eine schlechte, trockene Luft. Man spürt das auch sofort, passiert, dass irgendwas nicht in Ordnung man ist. Man wird auf einmal kriegt Stimmbruch. Jan, aber das Vernünftige oder das, was dir dann passiert ist, du hast wenigstens mitgedacht. Also du hast das gemerkt und hast dir dann überlegt, okay, das, was vielleicht die Ärzte nicht schaffen, schaffe ich vielleicht mit meinem Kopf, genau, das schaffe ich mit meinem Denken. Genau. Aber das reicht manchmal nicht, sondern man muss halt dann doch noch was umsetzen oder was verändern. Ja, ja. Also ich habe dann relativ schnell, also letztendlich ist Ernährung immer schon ein zentrales Thema bei mir gewesen. Also ich habe erst versucht, das nur über die Ernährung zu lösen. Habe dann angefangen mit Rohkost, also bei YouTube ganz viel geresearched und so. Und habe dann immer gesehen, aha, MS haben ganz, ganz viele mit Rohkost in den Griff bekommen. Irgendwie, und dann habe ich das versucht zu machen. Das war alles sehr, sehr komplex und kompliziert. Habe dann auch eine Ausbildung ein Jahr lang gemacht, genau in dem Bereich. Also unter dem, und untermauert war das Ganze nach den Regeln der natürlichen Gesundheitslehre. Und habe das allein mit der Ernährung nicht geschafft. Aber habe dann auch weitergesucht, was man noch so machen könnte, um die Gesundheit zu optimieren. Es ging halt letztendlich darum, einfach zu schauen, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Genau. Aber deswegen sage ich, es passt heute ganz gut eigentlich auch in die Sendung. Ja. Denn es geht darum, dass man wieder zur Ruhe kommen muss. Mhm. Wir leben in einer Welt, wo wir es alleine nicht schaffen. Mhm. Und wir haben Gott sei Dank so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Der eine fühlt sich vom Schamanismus vielleicht wirklich angezogen. Der andere sagt, das ist nichts für mich. Aber Yoga, diese komplette Stille, das ist etwas, wo ich vielleicht auch wieder meine Kräfte spüren kann. Absolut, Mittlerweile bist du auch erfolgreich, allerdings in einer komplett anderen Richtung. Das heißt, du bist jetzt Ernährungsberater. Du hast dich wirklich es dir zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu sagen, mit ein bisschen klarem Blick auf euren Speiseplan, mit ein paar Smoothies könnt ihr am Tag wirklich ganz viel schaffen, um Kopf, Geist und Seele wieder zu vereinen. Ne? Ja, prinzipiell schaue ich mir natürlich ganz, ganz viele Ernährungsstile auch an. Also und verlasse mich nicht nur auf eine einzige. Also Smoothies ist mit Sicherheit eine tolle Sache. Aber halt, wenn man sich, wenn man auch anfängt, Menschen zu beraten, einfach zu gucken, was braucht er jetzt gerade? Ne? Irgendwie. Und da gibt es nicht nur eine Universallösung. Deswegen habe ich mir auch ganz, ganz viele Ernährungsstile angeschaut. Und das geht dann halt auch über Paleo, das geht auch über TCM, auch über Ayurveda, auch über Rohkost, auch über Smoothies. Und genau, und das ist, wie gesagt, das E-Book haben wir ja heute da, Brain Boosting Smoothies, ist eher so eine Sammlung von Rezepten, dass sie gewinnen können. Ja, wir haben es für Sie nämlich schon mal ausgedruckt, denn viele trauen sich immer noch nicht an die E-Books ran. Ja, ja, aber wir haben uns dann gedacht, ach, wir nehmen mal eins und verlosen das zu unserem Paket. Da geht es nämlich auch wirklich um ein tolles Buch. Da geht es auch um 12 Säulen der Gesundheit. Genau. Und das ist ja auch dein Thema. Ne? Ja, ja, du möchtest uns heute auch noch dein 12-Säulen-Konzept vorstellen, wo man wirklich erkennen kann, ja, auf welcher Säule, welche Säule baut sich auch aufeinander auf wahrscheinlich. Genau. Ne? Prinzipiell sind das so, ist das eine Zusammenfassung, also immer so thematisch geordnet von Dingen, die man tun kann, um halt seine Gesundheit zu optimieren. Mhm. Na, und da kann man sich Ernährung anschauen, da kann man sich Bewegung anschauen, da kann man sich Schlaflevel anschauen und so weiter und dann für sich diese Säule reflektieren und zu gucken, kann ich da was verbessern? Und das habe ich auch bei mir gemacht und habe dann festgestellt, alle Säulen sind irgendwie schlecht. Und da habe ich dann tatsächlich geschaut, was kannst du machen, um das zu verbessern und habe dann mir jede einzelne Säule einzeln vorgeknöpft. Ne? Das Schöne ist, manchmal muss man einfach nur so ein paar
Schwachstellen wieder mit Beton oder Zement zukleistern, damit sie einfach noch die nächsten Jahre wieder stabil bleibt. Ja. Und die Stabilität, dafür verhilfst du den Menschen in einem Konzept, in einem Gesamtkonzept. Mhm. Wir werden uns gleich noch weiter darüber unterhalten, wie dieses Gesamtkonzept genauer ausschaut. Genau. Du hast selber gesagt, naja, man muss natürlich auch ein bisschen was tun. Ein paar deiner Smoothies, die sind ein bisschen aufwendiger, machen aber allerdings auch Spaß bei der Zubereitung. Absolut, man kann die auch zugucken bei YouTube. Also man muss einfach nur Jan mit Doppel-N im Übrigen, Jan mit Doppel-N Glasmachers im Internet eingeben. Und ich sage immer, dann findet man dich eh. Ja. Nochmal kurzes Stichpunkt Ernährung und dann ist man eh bestens auf deinen Seiten. Übrigens Internet, Sie wissen ja... auch in diesem Monat, da können Sie wieder mitmachen bei uns im Internet, auf unserer Facebook-Seite nämlich. Schauen Sie mal vorbei bei Leichter Leben. Wir haben übrigens die 3000er-Hürde geknackt und freuen uns sehr darüber. Und Sie können wieder etwas ganz Tolles gewinnen. Da geht es um frische Seeluft, kann man fast schon sagen. Ja, auch um ein bisschen... die Kombination aus Spaß und Natur. Und zwar ein wirklich tolles Set, das uns Küstenliebe zur Verfügung gestellt hat. Da ist alles Mögliche dabei. Von wirklich einem Schal über eine Mütze, über Taschen, Kissen. Ach, ich weiß gar nicht, was man da alles bekommen kann. Ein wirklich tolles Paket im Wert von über 200 Euro. Und dieses Paket, das können Sie gewinnen, wenn Sie mitmachen. Gehen Sie auf unsere Seite, liken, teilen und kommentieren Sie das Foto. Und aus all den Kommentaren werden wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Ich drücke an dieser Stelle wie immer natürlich die Daumen. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Vorsicht, Sprengkraft. Danny hat sozusagen seinen persönlichen Elektroschocker für mich mal wieder mitgebracht. Beziehungsweise du wirst uns heute vielleicht mit ein paar Fragen schockieren. Da du sie in der Hand hältst. Ja, nee. Ich weiß es nicht. Oder hast du dir die lustigsten schon mal rausgesucht, die ich dir stellen soll? Die eine würde ich dir stellen. Ein tolles Buch übrigens. Vorsicht, Sprengkraft. Vorsicht, Sprengstoff. Höchst explosiv. Es sind tolle Fragen dabei. Ne? Es geht um viele Kategorien, muss man auch sagen. Die eine oder andere Kategorie sollten wir heute um 14 Uhr nicht ansprechen. Sexualität. Deswegen würfeln wir auch nicht, wie es ja eigentlich gespielt wird, sondern wir stellen uns wie endet Sex idealerweise? Das wollen wir nicht beantworten, solche Fragen. Nein. Darf ich? Ja. Wo würdest du nur zu gerne einbrechen? Wo ich nur zu gerne... Die hatte ich schon mal. Echt? Ich hab die Frage hatte ich schon mal irgendwo. Wahrscheinlich war sie deswegen obendrauf. Das kann gut sein. Ich habe neulich aber wirklich mir gedacht, also ich würde natürlich einfach mal so spaßeshalber eine Nacht im KDW sein, weil... Exakt KDW, meine Antwort. Ja, KDW hast du doch alles. Nee, also Manneke, der alte, der 80er Film Manneke, hast du dir noch drauf? Ja, mit der schaufelste Puppe, natürlich. Die dann nachts zum Leben erweckt. Und ich dachte auch so ein Wochenende im KDW. Ja, da hast du alles. Da hast du Essen. Vom Allerfeinsten. Du hast Elektro, du hast Klamotten. Ja. Du hast im Endeffekt alles, was man so mal ausprobieren kann und so. Also da, das ist doch ein Paradies, oder? Dass man das noch nicht buchen kann irgendwie. Gibt es irgendwas, Jan, wo du sagen würdest, eine Nacht irgendwo zu verbringen? Nee, einbrechen. Oder einbrechen ging es. Auch mein KDW klingt doch schon sehr verlockend. Ja, ne? Ja. Ja, da hat man alles vor Ort. Ja, ansonsten halt eine Bank, wenn es keiner mitkriegt. In welcher Stadt lässt es sich am besten leben? Ich war da noch nie. Schwierig. Deswegen ist es eigentlich Quatsch. Aber ich glaube, also auf Deutschland bezogen, Freiburg, was ich am Freitag auch schon genannt habe. Wegen dem Wetter. Erstens, und es soll total schöner sein. Das ist ja das deutsche Venedig, sagt man, glaube ich, auch. So viele Brücken und so schön gemütlich und vom Wetter her auch gesegnet. Du bist sofort beim Skifahren und so weiter. Der Europapark ist in der Nähe. Liebe ich. Also ich glaube... Ist das jetzt international oder? Nee, in welcher Stadt? Ja, kannst du sehen, wie du willst. Aber ich finde es ganz schön, wenn wir über Deutschland reden. Ich glaube, ja. Gibt es eine Stadt für dich, Jan? Also ich finde, ja, okay, das jetzt, wenn man international fragt, würde ich natürlich sagen, Valle Gran Rai auf La Gomera. Das ist sehr chillig. Oh. Auf jeden Fall. Kanaren. Über 305 Sonntage im Jahr. Sehr gut. Und Deutschland bezogen? Meine Heimatstadt, Lübeck. An der Wetterkante. Naja,
Aber ich glaube, wenn man heimatverbunden ist, ich würde auch immer München sagen. Pforzheim wäre nicht meine erste Antwort. Ja, doch, München lässt sich auch echt richtig gut. Welcher Tick nervt dich bei anderen Menschen am meisten? Das finde ich total gut, die Frage. Die sollte man Hanka mal stellen. Sag mal. Oh, da fällt mir nichts ein. Ein Tick? Nee. Oh, es gibt total viele Ticks. Bei Veronika Ferris, dass sie halt immer noch schauspielert. Aber dass sie das nicht mal endlich sein lassen kann, verstehe ich auch nicht. Aber ansonsten... Oh, ich finde, es gibt so viele Ticks, die Menschen haben. So, so ganz schlimm finde ich die dann die Finger immer so knacken lassen oder ach so, so ja. Sowas. Oder immer so Nasen hochziehen oder so. Gibt ja so Ticks, ja, die Menschen ja. So haben, die einfach alles, was mit Lautstärke zu tun hat, finde ich, ist anstrengend. Das Problem ist halt, ich würde über Leute reden... Oh, vielen Dank, Helena. Von denen ich nicht unbedingt möchte. Da haben wir ein Glas geflogen. Dass sie das hören. Soll ich nochmal? Mhm. Wie lange kannst du maximal so wütend auf jemanden sein, dass du nicht mit ihm sprichst? Ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem nicht gesprochen, obwohl ich wütend war. Also ich muss das dann aussprechen und dann bin ich nicht mehr wütend. Aber dass ich mit jemandem nicht mehr sprechen würde... Ja. Nee, das, also das Nicht-Reden, das kommt für mich auch nicht in Frage. Aber es gibt Menschen, die mich so enttäuschen auf eine Art und Weise, dass ich nichts mehr mit denen zu tun haben will. Für immer. Echt? Das hat dann für mich auch nichts mit Nachtragen zu tun, sondern bei manchen Leuten erkennt man irgendwann eine Eigenschaft, wo man sagt, okay, das ist so eine Charaktersache. Und das kriegt man auch, also das ist an der Person so, was ja auch niemals ändern wird. Und da bin ich rigoros. Krass. Mhm. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Doch. Ich dachte, dass du auch dass du verzeihen kannst. Fallen mir sofort zwei kannst Leute du verzeihen? An. Absolut. Ja, ne? Ja. Die entschuldigen sich ja noch nicht mal. Das ist es ja, weißt du? Damit fängt es ja schon mal an. Die ist sehr schön. Welche Jugendsünde hast du deinen Eltern bis heute verschwiegen? Finde ich super. Naja, was ist also verschwiegen jetzt in dem Sinn, dass es einfach nicht mehr zur Sprache gekommen wäre? Weil ich habe heute überhaupt kein Ding, meiner Mutter alles zu erzählen, was ich früher angestellt habe. Ich habe mal meiner Mutter gesagt, ich würde zu meinem Bruder nach Stuttgart fahren und da übernachten. War aber auf einer ganz, ganz schlimmen Party im Bootshaus in Pforzheim, die auch ganz, na, so schlimm ist sie nicht geändert. Wir saßen morgens, da war es dann so bitterkalt, im Sommer. Und dann war es so kalt und dann waren alle schon weg und ich konnte ja nicht nach Hause. Also ich musste ja sagen, ich bin in Stuttgart und nicht in Pforzheim. Und da gab es so eine Gruppendusche. Und dann haben wir die ganzen Duschen heiß angemacht, damit von dem Wasserdampf, dass es schön warm wird. Da saßen wir da in der Dusche 3 Stunden mit Klamotten. Ja, das erste Dampfbad, oder? Wahrscheinlich ja. In der Zeit. Wer hat es erfunden? Ja. Die Holländer. Die Holländer. Die Holländer. Sehr schön. Gibt es bei dir irgendwas? Nee, ich liebe es eigentlich, all die Peinlichkeiten auszubreiten aus meinem Leben. So, meine Familie, glaube ich, weiß alles von mir. Meine ist immer auf alles gekommen. Ich konnte gar nichts verschweigen. Meine Mutter hat sofort immer alles gewusst, was ich gemacht habe. Da habe ich gesagt, nein, Mama, ich bin nicht getrennt. Nein, natürlich nicht. Ja, doch. Eine letzte Frage. Welches ist das sinnloseste Kommunikationsmittel? Für mich Brief, weil es irgendwie... total umständlich ist. Und total die Briefmarke out. Noch irgendwo hingehen, das einwerfen. Ich war noch nie ein Briefeschreiber. Postkarten im Urlaub, okay, aber ein Brief schreiben? Nee. Das scheitert bei mir an so vielen Sachen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar sinnlose, oder? Wobei, heutzutage ja gar nicht mehr. Jeder hat das Handy, das ist nicht sinnlos. Ansonsten, hast du ein sinnloses Kommunikationsmittel? Na, wie immer man auch kommuniziert. Jede Kommunikation ist ja besser als keine. Aber vielleicht Rauchzeichen sind ein bisschen antiquiert. Was für die Schamane dazu sagen? Genau. Es ist ein bisschen schwierig, dass ich euch nicht so mit einbeziehen kann. Aber es würde so lange dauern, bis wir hin und her übersetzen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Aber... Was ist denn heute los? Rückläufiger Merkur. So, ich habe keine Verbindung mehr zur Regie. Ich gehe jetzt nach Hause. Das war's für heute. Können wir mal... Nee, ich glaube, man hört mich noch. Das ist nur mich mein hört Ohr. Man auch. Ja, ich gehe jetzt. Tschüss. Mach mal weiter. Bis bald. Wo war's? Pager wollte ich noch sagen. Das finde ich total sinnlos. Weißt du, früher konnte man noch irgendjemand so anpagen. Ach, diese Dinge, oder ja. So. Für Ärzte damals, wahrscheinlich in den 70er Jahren. Musste man in den 80ern, aber trotzdem, ja. Aber das ist vorbei. Ich helfe dir gleich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Wir machen einfach. Was denn? Quantum Platinum Energy. Das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen. Gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan.
Eine Plasmaenergie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg, private glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2. Als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz und Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Ich habe gerade das Gefühl, dass Ayla gerade sich um meinen Husten gekümmert hat, oder? Kann das sein? Es geht bei eurer Arbeit, oder ist es überhaupt Arbeit? Kann man sagen, dass der Schamanismus Arbeit ist? Можно ли назвать шаманизм работой? Нет, это жизнь. Das ist das Leben. Это твое мировоззрение. Das ist deine Lebenseinstellung. Это твоя душа. Das ist deine Seele. Это абсолютно живое. Das ist absolut lebendig. Я вообще не воспринимаю, что это моя работа. Ich kann es gar nicht als Arbeit wahrnehmen. Фрея знает, сколько людей ко мне обращается. Фрея weiß, wie viele Menschen zu mir kommen. Сколько приходят на семинары. Wie viele Menschen meine Seminare besuchen. И всегда спрашивают, чего это вы не устаете? Und sie fragen mich ständig, warum sind sie nicht erschöpft? Потому что это не работа. Weil es halt keine Arbeit für mich ist. Когда человек с тобой что-то новое познает, у него что-то в жизни меняется, ты не чувствуешь усталости, наоборот, чувствуешь наполнение. Wenn der Mensch neben dir etwas Neues erfährt, neue Erkenntnisse gewinnt, du spürst einfach das Aufladen mit Energie, du spürst das neue Leben, neue Perspektiven. Ich sage ja immer, wenn Dinge nicht funktionieren würden, dann würden sie nicht noch Bestand haben. Das heißt, wer das Rad erfunden hat und hätte das Rad nicht funktioniert, dann hätten wir heute wüssten wir nichts davon. Das bedeutet, auch diese alten Dinge, die früher schon angewendet worden sind, die haben natürlich heute noch Bestand, weil sie eben diese Wirkung haben. Ist es aber von Kultur zu Kultur schwieriger? Also gerade wenn man jetzt als sibirische Schamanin nach Deutschland kommt, eine ganz andere Kultur, einen ganz anderen Kulturkreis erlebt, lassen sich die Menschen trotzdem leicht darauf ein? По поводу того, что культуры различные, все-таки, так как древние традиции существуют, люди знают, что есть действие такое, да, но культуры не различные. Как получается так? Вы приезжаете в Сибирь, приезжаете в Германию. Как люди реагируют на это? То есть открываются они этому? Очень сильно открываются. Ja, sie öffnen sich auf jeden Fall. И мы обнаружили, что здесь, наоборот, есть очень большое родство культур. Und zum Gegenteil, wir haben auf jeden Fall hier eine Verbindung, Verwandtschaft unserer Kulturen gefunden. Совершенно случайно я разговаривала с одним вашим, как он, по истории, доктором истории. Also ganz zufällig hat Ayla ein Gespräch mit einem Doktor der Geschichte geführt. И показывала кадры нашей вот этой экспедиции, которые здесь у вас сейчас были. Und sie hat eben genau dieses Video gezeigt, was wir heute gesehen haben. И когда он увидел древние, как сказать-то, Господи, древнего идола, которого у нас нашли несколько тысяч лет назад на Урале. Und als auf dem Video so einen uralten Stein gesehen hat, was bei uns in Russland vor 1000 Jahren aufgefunden wurde. Он просто потерял дар речи. Er hat auf jeden Fall, er wurde komplett geschockt und konnte gar nicht mehr sprechen. Потому что он видел те же символы, что и он изучал исторически здесь, на земле Германии. Denn er hat genau die gleichen historischen Symbole gesehen, die er hier auch hier in Deutschland gefunden hat. Мне кажется, наоборот, срабатывает очень большое родство. Zum Gegenteil, also wir spüren eine sehr, sehr große Verwandtschaft. А поскольку так получилось, что у меня есть скандинавские корни, то я себя здесь чувствую очень комфортно, и, видимо, поэтому люди меня понимают. Und da ich skandinavische auch Wurzeln haben, spüre ich mich sehr, sehr wohl, fühle ich mich wohl und Menschen verstehen mich sehr, sehr, sehr gut. Es sind unglaublich viele Frauen immer mit dabei auf diesen Sitzungen. Es liegt aber auch an der Arbeit von Ayla, denn es ist ein Thema, was dir wirklich ganz wichtig ist. Und da geht es auch um die Tiefe, da geht es um das Atmen wahrscheinlich auch, um ja, eine gute Verbundenheit herzustellen mit seinem Körper auch. Вы работаете с большим количеством женщин, наверное, вы работаете с дыханием, с телом. Мы работаем с дыханием, с телом, с партнерами, с бывшими партнерами. Wir arbeiten natürlich mit dem Körper, mit dem Atmen. Wir arbeiten auch mit der partnerschaftlichen Beziehung, mit den ehemaligen Beziehungen. Прежде всего работаем с маткой. Und in erster Linie arbeiten wir mit unserer Gebärmutter. С точки зрения шаманизма матка живая. Aus der Sichtweise des Schamanismus, unsere Gebärmutter ist lebendig. Точно так же, как живое сердце. Genauso wie unser Herz ist lebendig. Или там желудок. Oder unser Magen ist lebendig. Но матка считается священным органом. Aber unsere Gebärmutter ist
ein heiliges Organ. Потому что в матке хранится весь генетическая вся генетическая информация рода. In unserer Gebärmutter wird unsere genetische Information der ganzen Sippe aufbewahrt. И, например, в древности женщины умели прям разговаривать со своей маткой, чтобы при беременности лучшая генетическая информация передалась ребенку. Zum Beispiel in uralten Zeiten konnten Frauen mit ihrer Gebärmutter kommunizieren, damit eine bessere genetische Information an die Kinder übertragen werden kann. Aber ist es denn nun Schamanismus für Frauen? Это тогда шаманизм только для женщин? Нет, это только часть шаманизма. Nein, das ist nur ein Teil vom Schamanismus. Мужчины тоже приходят. Но сейчас мужчин везде меньше, во всех разных направлениях. Männer kommen natürlich auch zu uns, aber auch in verschiedensten spirituellen Richtungen sehen wir natürlich weniger Männer. Просто мы часто говорим о силе рода, а женщина к этой теме тянется больше, потому что у нее большая ответственность за своих детей. Sehr häufig sprechen wir über die Kraft unserer Ahnen. Und Frau spürt einfach den Ruf, weil sie spürt eine große Verantwortung für ihre Kinder. Also es geht in erster Linie wirklich auch darum, sich mal wieder zu spüren, den Kontakt zu sich selber natürlich auch wieder herzustellen. Und du hast heute noch ein kleines Ritual mitgebracht für unsere Zuschauer. Die können heute mitmachen. Da geht es natürlich auch wirklich um den Schamanismus. Da geht es auch um Musik. Da geht es vielleicht auch um einen gewissen Trance-ähnlichen Zustand für unsere Zuschauer zu Hause. Was sie da gleich erwarten werden, das wird uns Ayla gleich noch sagen. Jetzt machen wir nochmal ein kurzes Päuschen, dann geht es nochmal weiter mit dem Jan, der uns ja auch noch einiges erklären muss, nämlich die 12 Stufen sozusagen, die er als Grundlage seiner Ernährung hernimmt und wie die aussehen, das sagt er uns auch gleich. Unsere Berater schreiben exklusiv für Sie. Erhalten Sie hintergründiges Wissen aus der Welt der Spiritualität. Erhalten Sie Engelnachrichten von Manuela Weißenborn. Tauchen Sie mit Stefan Schmidt in die geheime Welt der Steine ein. Oder lassen Sie sich von Jessica Schweinsberg wertvolle Tipps für jede Lebenslage geben. Unsere Inhalte werden regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Besuchen Sie uns auf www.questico.de/blog. Heute bekommen Sie wieder was ganz Schönes von uns, nämlich auf der einen Seite geht es um ein Buch und da geht es um die 12 Gesetze der Heilung von Katharina Michel und Peter Michel, die Hintergründe von Gesundheit und Krankheit. Und da passt im Endeffekt dein E-Book ganz gut dazu, das wir heute aber mal frecherweise ausgedruckt haben. Für unsere Zuschauer, die vielleicht mit E-Books noch nicht so viel anfangen können, dieses schöne Paket, das können Sie heute gewinnen, wenn Sie bei unserer Tagesverlosung mitmachen. Und da sind wirklich tolle Rezepte dabei, tolle Ernährungsrezepte dabei, vor allem wenn es um Smoothies geht. Denn die Smoothies, die sind ja auch seit kurzem wirklich Trend geworden. Genau. Jeder hat in irgendeiner Form das Gefühl, man kann sich von Smoothies mittlerweile ernähren. Mhm. Ist das auch wirklich so? Naja, also es kann eine Hauptmahlzeit abdecken. Habe ich ja auch circa 1,5 Jahre gemacht. Mhm. Das, auch aus der Not heraus, weil mein Darm einfach sehr kaputt war und irgendwie dafür sorgen musste, dass die Vitalstoffe einen leichten Weg finden, damit sie auch ans Ziel gelangen. So. Und wenn du es halt direkt verflüssigst, ist es ein einfacher Weg. Ja, und dann kannst du natürlich, bist du fast schon ein halber Alchemist, wenn du dir selbst Smoothies zusammenbaust. Ich sage immer so zusammenbauen, weil man halt mit verschiedenen Inhaltsstoffen da experimentieren kann. Und daraus ist ja auch das Buch entstanden. Das sind halt primär auch Inhaltsstoffe, die zu Konzentrationen beitragen, Gedächtnis vielleicht verbessern kann. Und genau, und da ist es eigentlich daraus entstanden. Und ernährt habe ich mich die letzten 1,5 Jahre mit einer Hauptmahlzeit am Tag von Grünsmoothies. Also das ist dann quasi Blattgrün plus Frucht plus Superfoods. Mhm. Genau. Die grünen Smoothies, die kennt, glaube ich, mittlerweile wirklich auch jeder. Jeder hat schon mal probiert. Was aber natürlich nicht ausreicht, sondern wenn ich ein besseres, ein gesünderes Leben leben möchte, da muss ich mich um ein paar mehr Dinge kümmern. Genau. Und da sind wir bei deinem 12-Säulen-Konzept. Alle 12 Säulen werden wir wahrscheinlich nicht ansprechen können. Aber ich lese sie mal ganz kurz vor, weil ich finde die ganz schön. Das sind nämlich alles Dinge, über die wir uns vielleicht zu wenig Gedanken machen. Klar, es geht um die Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Wasser, es geht um die Sonne, es geht um Luft, es geht um Ruhe, es geht um Wasser. Mäßigung, genau. Mäßigung. Ohne Brille bin ich aufgeschmissen. Es geht um die Gedanken, Spiritualität, es geht um soziales Umfeld, um Kommunikation und um Hygiene. Alles wirklich Begriffe, die uns tagtäglich ja auch prägen. Absolut, absolut. Wo natürlich, das ist so nach Relevanz absteigen, natürlich ist eine der Hauptsäulen die Ernährung.
weil man da also mehrmals am Tag einen Impuls eigentlich an seine Gesundheit setzt. Und das kannst du halt so oder so machen. Genauso auch Bewegungslevel. Ob man sich heute überhaupt nicht bewegt oder ob man irgendwie eine Sportart sich gesucht hat, die man gerne macht, auch das ist halt wichtig. Es ist immer ein Unterschied, ob man halt grießcremig über den Tennisplatz wieselt oder halt mit voller Begeisterung Tischtennis spielt oder Yoga macht oder sowas. Auch das ist halt sehr, sehr wichtig, mit was für einer Einstellung man da rangeht. Dann Schlaflevel, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das heißt, wie ist deine Schlafqualität? Schläfst du zu den richtigen Zeiten, vielleicht auch in der richtigen Zeitlänge? Schläfst du durch? Wachst du in der Nacht auf oder und so weiter? Dann auch Wasser sehe ich hier gerade auf dem Tisch. Wie ist die Qualität des Wassers? Es ist halt möglicherweise gutes Wasser, gefiltertes Wasser, schadstoffarm, wie auch immer. Oder gehe ich halt hinreichend an die Sonne? Auch so eine Geschichte, Vitamin D-Produktion und so weiter. Oder Gedankenwelt. Habe ich irgendwie toxische Gedanken oder soziales Umfeld? Bin ich immer nur mit den Miesepetern und den Nörglern zusammen oder habe ich einen Freundeskreis oder generell auch ein familiäres Umfeld, was mich selbst aufbaut und fördert, ne? Und auch der Gesundheit letztendlich zuträglich ist? Ne? Es sind alles Außeneinflüsse, wir können was ändern, beziehungsweise wenn wir was ändern wollen, dann könnten wir es auch tun. Genau. Viele kommen aber aus diesem Kreislauf einfach alleine nicht heraus. Ja, und deswegen hast du natürlich auch ein bisschen deine Erfahrung im Webdesign genutzt und hast gesagt, okay, es hat nicht jeder die Chance, wirklich direkt immer einen Ernährungsberater aufzusuchen oder jemanden, einen Motivator aufzusuchen. Und deswegen mache ich das Ganze übers Internet. Das heißt, eigentlich ist es wirklich so eine Motivation für jeder Mann, jeder Frau, der jetzt zuguckt. Genau. Und die gehen auf deine Internetseite. Was ist da alles so geboten? Na, prinzipiell gibt es da verschiedene Bereiche. Also einmal wird das Fundament ganz genau erklärt. Dann erzähle ich natürlich auch ein bisschen was über mich. Dann Infos zur Ernährungsberatung selbst, also halt, was ich genau den Leuten beibringen möchte. Dann gibt es zahlreiche Rezepte. Jedweder Sorte. Dann gibt es Videos. Also eine Zeit lang habe ich auch bei YouTube viel gemacht. Und einen aktiven Blog auch mit Co-Autoren, die so in die ähnliche Richtung ticken wie ich. Und einen kleinen Online-Shop habe ich auch noch da dran. Das ist im Grunde das Grobe. Was ja auch toll ist. Also die Menschen heutzutage wollen ein besseres Leben führen. Und sie sind auch bereit, wirklich Dinge zu ändern. Das kriegt man ja immer mehr mit. Und das ist das Schöne, dass es eben ganz viele Leute wie dich gibt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, einfach mit Tipps, mit guten Ideen an der Seite zu stehen und zu sagen, okay, all mein Wissen, das packe ich jetzt auf eine Internetseite. Und jeder, der Lust und Laune hat, der kann mal vorbeigucken. Ich komme gleich noch mal zu dir, denn es geht um die Gesundheit. Und du hast ja selber über diese 12 Fundamente, über diese 12 Säulen ja wirklich auch wieder zu dem gesunden, zu dem guten Leben zurückgefunden. Genau. Und auch da können wir alle selber ein bisschen was tun. Schamanismus hast du davor, also weil Spiritualität ist ja auch ein Thema, das dazu gehört, weil jeder von uns wahrscheinlich innerlich doch auch, wenn er bewusst lebt, ein bisschen spirituell ist, oder? Absolut. Also prinzipiell muss man sich nicht religiös sein, um spirituell zu sein. Also das ist irgendwie noch so eine andere Ebene, würde ich mal so sagen. Und ich denke mal, wie auch immer man einen Zugang findet zu den Dingen, die sich uns nicht erschließen, dann ist alles okay, sage ich so. Ne? Und ich habe also jetzt keine schamanistische Sichtweise in dem Sinne, aber wenn ich mir das so anhöre, hat das schon Parallelen zu den Dingen, wie ich sie für mich, also mein Denkmodell, widerspiegeln. Irgendwie, ne? Und letztendlich ist es alles ähnlich irgendwie, weil wir sind alle auf der Suche nach irgendetwas. Also wahrscheinlich gibt es ein Leben nach dem Tod zum Beispiel. Und das lässt sich halt, das wird auf verschiedenen Wegen auch unterschiedlich erklärt. So, ne? Und ich denke mal auch, Schamanismus ist da hochinteressant. Ne? Also. Ich finde, das Schöne ist, dass wir mittlerweile in diesem riesen Kaufhaus wie dem KDW leben und uns wirklich aus jeder Abteilung etwas rauspicken können. Und bei der einen oder anderen Abteilung, ja, dann geht man halt vorbei, interessiert einen nicht so sehr. Aber dafür hält man sich länger in einer anderen Abteilung auf. Und genau das ist es. Es geht immer um das Gleiche, nämlich einfach ein besseres Leben, ein leichteres Leben zu führen. Ich komme gleich noch mal zu dir, mein lieber Jan. Jetzt machen wir noch mal eine kurze Pause und dann kommen Sie in den Genuss eines sibirischen Rituals. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie.
Gabriele Iazetta, heute ab 17 Uhr übrigens auch wieder hier bei Astro TV mit ihrem intelligenten Schmuck. Und die hat uns ja auch beigebracht, dass Schmuck viel, viel mehr sein kann als nur ein schmückendes Teil am Körper, sondern dass Schmuck natürlich auch was Kräftigendes sein kann. Und wenn ich mir jetzt eine sibirische Schamanin angucke, dann schmückt sie sich natürlich, weil es Kraft gibt oder weil es einfach Tradition ist. Если я на вас посмотрю, то у вас очень много наряда, да? Почему вы как бы наряжаетесь? Потому что это дает силу или это просто традиция? Это дает очень большую силу. Das gibt sehr, sehr viel Kraft. Например, это мой тотем. Zum Beispiel, das ist mein Kraft hier. Das ist Lux. Каждый раз, одевая костюм, рысь дает мне колоссальную силу. Jedes Mal, wenn ich mein Gewand anziehe, der Lux gibt mir unglaublich viel Kraft. Это, например, сила огромной церемонии за мир, которую мы делали на фестивале барабаны мира. Zum Beispiel, das ist ein Symbol eines großes, riesiges Ritual für die Welt. Это мои крылья, чтобы подниматься в верхний мир. Das sind meine Flügel, damit ich in die obere Welt steigen kann. Каждый элемент на костюме шамана – это огромная сила. Das heißt, jedes Detail auf dem Kostüm, auf dem Gewand, hat eine große, riesige Bedeutung. Und jeder, der sich mit Schmuckstücken auch auskennt, der weiß auch wirklich, dass Schmuck einfach wirklich stärkend sein kann. Und du bist der lebende Beweis dafür. Es sieht aber natürlich auch wirklich auch noch traumhaft aus. So stellt man sich auch eine Schamanin vor. Aber deswegen alleine bist du nicht gekommen, um wirklich deine Arbeitskleidung zu demonstrieren, sondern du möchtest den Menschen zu Hause auch etwas demonstrieren. Was ist es denn für ein Ritual, wo unsere Zuschauer jetzt mal mitmachen können? Вы сегодня покажете ритуал. Что же это такой ритуал для наших слушателей? Какой это ритуал? Мы будем сегодня работать с маткой. Heute arbeiten wir mit unserer Gebärmutter. И с таким состоянием, что я хозяйка своего рода. Und auch mit diesem Zustand, aus diesem Zustand heraus, dass ich die Herrin meiner Ahnen, meiner Familie bin. Раз в матке хранится вся генетическая информация, то я могу ее активировать. Das, die Sache ist, dass wir die ganze genetische Information in unserer Gebärmutter halten. Ich kann diese Information aktivieren. Okay. И тогда у моих детей появятся лучшие качества от моих предков. Und dann werden meine Kinder die Möglichkeit haben, die besten Eigenschaften meiner Vorfahren zu erben. Okay. Was müssen unsere Zuschauer jetzt tun? Что же делать нашим Oder слушателям? Muss nur Айла was tun? Или только вы должны что-то делать? Нашим прекрасным слушателям нужно сесть, облокотиться, чтобы им было комфортно. Unsere wunderbare Zuschauer können sich ganz gemütlich hinsetzen und anlehnen, damit sie sich ganz gemütlich bequem fühlen können. Лучше всего. Du möchtest aber aufstehen, ne? Вы хотите встать? Да, я сейчас встану. Ja, ich werde gleich aufstehen. Лучше всего сейчас, прямо сейчас, растереть ладошки. Besser jetzt einfach unsere Handflächen zu reiben. Чтобы ладони стали горячие. Damit unsere Handflächen sehr, sehr heiß sind. Тогда наши руки больше Dann können unsere Hände mehr fühlen. И когда руки станут горячими, нужно приложить их к матке. Und wenn wir auf unsere Hände sehr, sehr heiß sind, können wir auf unser Unterleib hinlegen. Затем очень хорошо прикрыть глаза. Dann schließen wir unsere Augen. И вначале послушайте, пожалуйста, звук настоящего ритуального бубна. Und zu Beginn erhört den Ton einer wahren schamanischen rituellen Trommel. Ich bin auch eine Frau. Und dieser Rhythmus ist für alle Frauen. Eure Hände liegen jetzt auf dem Unterleib. Und ihr spürt euer Unterleib und Gebärmutter. Und wenn ihr möchtet, ihr könnt auch sogar Unterleib streicheln. Und in Gedanken begrüßt eure Gebärmutter. Ich begrüße dich, meine Wunderschöne. Ich begrüße dich, meine Schwester. Ich habe schon so lange mit dir nicht gesprochen. Und jetzt möchte ich mit dir kommunizieren. Du hast so viel Kraft. Du hast das Gedächtnis, so viele Ahnen. Und dort gibt es kraftvolle Vorfahren und Ahnen, auch Männer, auch Frauen. Und ich bitte dich, meine Gebärmutter, bitte gib mir diese Kraft. Erwecke diese Kraft. Gib diese Kraft meinen Kindern. Und jetzt ist sehr, sehr gut mit der Gebärmutter, mit dem Unterleib zu atmen. Мы как будто бы вот этой маткой делаем вдох.
Wir atmen mit unserer Gebärmutter ein. И такой выдох. Und atmen aus. И часто женщины чувствуют, будто внутри открывается какой-то водный источник. Und sehr, sehr häufig wir Frauen spüren, als ob in uns eine Quelle sich öffnet. Oder eine Blume sich entfaltet. И может быть сейчас возникнут какие-то мысли, мечты. Möglicherweise entstehen Träume, Gedanken. Und das ist sehr, sehr gut. Und jetzt stellt euch vor, die Kinder, eure eigenen Kinder. Ihr atmet ein mit der Gebärmutter. Ihr zieht ein bisschen den Bauch nach innen hinein. Und atmet aus. Und jetzt richtet und sendet diese Kraft an eure Kinder. Und nochmal einatmen und ausatmen. Und mit jedem Ausatmen übergibt ihr die Kraft eurer Familie, eurer Ahnen an eure Kinder. Die Kraft der mächtigsten Ahnen. Die Kraft der Gesundheit. Die Kraft des Wohlstandes, des Erfolges. Und die Möglichkeit, glücklich zu sein. Und wieder streichen wir unser Unterleib, unsere Gebärmutter. Und bedanken wir uns unbedingt bei ihr. Спасибо, моя хорошая. Vielen Dank, meine Wunderschöne. И вот такой простой женский шаманский ритуал каждая женщина может делать вот каждый день. Und so ein einfaches schamanisches Ritual kann jede Frau jeden Tag ausführen. Wir können vielleicht nicht so gut die Trommeln schlagen, wie das Ayla gemacht hat, weil das gehört natürlich auch dazu. Man merkt sofort, dass da eine andere Energie plötzlich im Spiel ist. Ich habe es nur nicht mitgemacht, weil ich Angst hatte, in so einen Trance-ähnlichen Zustand zu fallen und ich ja doch noch hier ein bisschen was zu arbeiten habe. Aber was man wirklich sagen muss, ist, dass man eine tolle Schwingung gespürt hat und dass ich glaube, dass ihr auch mit eurer Ausstrahlung und mit der Freude, und das haben wir ja gerade eben auch schon von Jan gehört, wenn man Dinge macht mit Liebe, mit Freude, dann verkörpert man das auch und dann gibt man das natürlich auch an andere weiter. Ne? Очень нравится то, что вы излучаете любовь и радость. И когда вы это все излучаете, конечно же, вы передаете это все людям. Безусловно. Это шаманизм. Das ist eben halt der Schamanismus. Он признает жизнь, шаманизм. Schamanismus erkennt das Leben, nimmt das Leben wahr. Поэтому мы всегда излучаем силу. Deswegen erstrahlen wir immer Kraft. Ja, es geht um Kraft, es geht um Stärke. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere unserer Zuschauer oder unserer Zuschauerinnen gerade wirklich auch eine tolle Kommunikation mit euch und ja, auch mit der Gebärmutter geführt hat. Wer mehr Informationen haben möchte, der bekommt sie. Man muss eigentlich im Internet nur noch der sibirischen Schamanin Ayla Ausschau halten. Und da sind auch die nächsten Termine zum Beispiel, wo du auftrittst. Jetzt dann ab März bist du in Halle an der Saale zu sehen. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. Ab dem 14. März im Anschluss dann bist du auch in Bayern unterwegs. Also es gibt viele, viele Termine, wo man dich live wirklich sehen kann. Und ich glaube, live ist es noch mal was anderes als über Fernsehen. Aber auch da bin ich mir sicher, hat es bei der einen oder anderen Dame schon gewirkt. Herzlichen Dank für den Besuch. Mehr Informationen, wie gesagt, im Internet. Und es ist immer ein Vergnügen, Ayla, dich bei uns natürlich begrüßen zu dürfen. Jetzt können Sie, wie gesagt, auch noch mal gewinnen, denn es geht um wirklich Kraft, es geht um Stärke. Und ja, zu der können Sie kommen auf der einen Seite, ja, weil ich das Buch weggelegt habe. Auf der einen Seite über das Buch, vielleicht dann kannst du es mir kurz rübergeben. Regie ist wieder außer Rand und Band, weil das Buch nicht mehr da ist. Aber hier... Zauberei ist es. Die 12 Gesetze der Heilung und ein E-Book, das wir für Sie schon mal ausgedruckt haben. Und da geht es um Brain Boosting und Smoothies, die auch Ihr Leben verbessern sollen. Hier die 12 Gesetze und von Jan Brain Boosting Smoothies. Und dieses schöne Paket können Sie gewinnen. Sie wissen, machen Sie mit an unserer Verlosung. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen und Sie natürlich vor allem eins tun, nämlich gewinnen. Hinterlassen Sie bitte auf unserem Anrufbeantworter Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Ja, und dann rufen wir Sie ja gleich im Anschluss an die Sendung quasi schon zurück, um Ihnen zu sagen, gucken wir mal an. In der nächsten Zeit wird es ein paar Smoothies geben. Ich glaube, was aber auch ganz wichtig ist, ist, Jan, und da wirst du mir wahrscheinlich auch nicht widersprechen, dass natürlich jeder sich das Beste raussuchen muss. Das heißt, ich kann mich nicht jeden Tag vielleicht von Smoothies ernähren, weil mir dann wieder etwas anderes fehlt. Das heißt, ich muss einfach nach meinem Bauchgefühl auch gehen und sagen, ja, wo bin ich richtig, oder? Genau.
ja in erster Linie überhaupt erstmal den Wunsch haben, was verbessern zu wollen. Ne? Mhm. Also manchmal ist man mental noch gar nicht in der Lage, so seine persönliche Komfortzone zu verlassen. Mhm. Das irgendwie wird ja auch von außen gemacht. Die Nachbarn schauen, die Freunde schauen, die Familie schaut. Und wenn man dann überlegt, irgendwas stimmt mit meinem Leben, ich möchte irgendwas verbessern, und dann liegt die Lösung vielleicht nicht in dieser Zone, sondern irgendwo außerhalb, das muss man erst mal wollen. Und dann muss man eigentlich auch dann das finden, was für einen das Beste ist. Mhm. Dann gibt es halt welche, die machen es nur über die Ernährung. Es gibt auch welche, die machen es nur über den Geist. Also da muss man einfach schauen, welchen Kanal man hat. Ne? Und das, glaube ich, auch als Berater muss man da für sensibel sein, was gerade für denjenigen wichtig ist und auch Thema ist. Ne? Man kann natürlich auch Termine bei dir ausmachen. Du wohnst mittlerweile auch in einer wunderbaren Stadt. Wir haben vorhin über verschiedene Städte geredet, wo es sich lohnt zu leben. Und in dieser Stadt lohnt es sich natürlich auch zu leben. Ja. In Wiesbaden nämlich. Mhm. Da hast du deine Büroräume, da bist du ansässig. Für die, die es nicht so leicht erreichen, dieses schöne Städtchen, da hast du im Internet eben auch genügend Platz wirklich für Leute gelassen, um sich zu motivieren. Denn darum geht es ja auch. Also Berater, schön und gut. Gut, aber mittlerweile seid ihr wirklich Motivatoren, ne? Absolut, ja. So Vorreiter. Ich denke mal, es ist auch wichtig, dass es solche Leute gibt, Geschichte basiert ja nun sehr viel auf Selbststudien, also weil ich fast alles über Langzeiträume ausprobiert habe und um dann halt auch irgendwie einen gewissen Erfahrungsschatz weitergeben kann. So, dass ich sage, okay, am eigenen Leibe, für mich haben bestimmte Dinge einfach funktioniert und dann zu gucken, ob sich das auf andere adaptieren lässt. Mhm. Ist nicht immer so, aber viele Dinge kann man schon anwenden. Ja. Und ich habe versucht, das so allgemein auch wie möglich zu halten, für jeden greifbar und verständlich. Und so ist dann das 12-Säulen-Modell entstanden. War ja eigentlich damals nur so eine Kollektion von Gedanken, die ich nur für mich mal so niederschreiben wollte. Und dann stiegen die Userzahlen halt immer mehr. Und auf einmal, keine Ahnung, da war es dann so jenseits der 1000, 2000, 3000, denkst du so an das jeden Tag. Dann denkst du, wow, was ist hier los? Da kriegt man schon irgendwie einen richtigen Auftrag, irgendwie da weiterzumachen. Mhm. Ne? Und mittlerweile bin ich da wirklich passioniert. Ich mache auch also weiter jetzt in der Ausbildungsmäßig, bin ich gerade frisch dabei, einen Heilpraktiker auch zu machen. Und so geht das dann ewig weiter. Und das Tolle ist, wahrscheinlich auch in deinem Umfeld werden die Menschen das auch so hingenommen haben, weil das Bewusstsein natürlich auch ein anderes geworden ist. Also wahrscheinlich auch dein Freundeskreis, der sich mit dir mitentwickelt hat die einfach auch gesagt haben, haben wir früher vielleicht nicht drüber nachgedacht, aber sind jetzt froh, dass es uns einer ein bisschen vorlebt. Absolut. Also was ich auch bemerkt habe, dass ich meine, es ist ja immer so im Leben, bestimmte Menschen begleiten eine Weile und dann sind andere wieder, kommen dann dazu und andere verschwinden wieder. Aber prinzipiell war das doch schon sehr tolerant. Die waren schon recht interessiert, was ich da so mache und haben dann natürlich auch geguckt, kann ich für mich was ändern und so. Man ist dann irgendwie immer so ein Vorreiter, so ein Initiator zu bestimmten Sachen und dann ziehen andere direkt nach. Und das habe ich auch in meinem Freundeskreis beobachten können. Das fand ich schon recht faszinierend. Mhm. Ja, weil unser Leben so schnell es geworden ist. Wir sind selber verantwortlich dafür, dass wir ein bisschen Langsamkeit, Entschleunigung wieder reinbringen. Mhm. Und da ist es eben ganz gut, wenn wir uns über ein paar Gedanken oder über ein paar Sachen Gedanken machen. Und auch wenn so ein Smoothie manchmal ein bisschen länger dauert, das ist der Grund, warum du heute gesagt hast, also eigentlich würdest du gerne einen grünen Smoothie hier vorführen, aber es wäre doch ein bisschen aufwendig. Ja? Mhm. Also wie viel Zeit intensiv muss man, oder wie viel Zeit muss man investieren, um wirklich zu sagen, okay. Naja, so ein ganz einfacher Smoothie lässt sich eigentlich relativ leicht herstellen. Also nur jetzt, wie gesagt, speziell zu dem Thema hätte ich schon versucht, dann irgendwas zusammen zu mixen, was etwas anspruchsvoller ist, wo ich dann sage, okay, man könnte diese und jenen Wirkstoffe halt mit einbringen und diese und jenen Früchte, die auch sich auf das Brain-Boosting-Smoothies-Konzept halt konzentrieren. Aber wenn man sich so einfache Smoothies machen möchte, da kann man schon Spinat, Mango und Banane und dann hat man den eigentlich fertig. So. Mhm. Das geht auch und das hat man unter 10 Minuten geschafft. Mhm. Ne? Ja. Bist du auch viel unterwegs oder machst du hauptsächlich wirklich von Wiesbaden aus, dass Leute dich besuchen, viel im Internet? Oder ist es dir auch wirklich wichtig, zu Veranstaltungen zu gehen, ein bisschen rauszugehen und vor Ort Dinge machen? Ja, ne? Also natürlich ist irgendwie Wiesbaden ist so meine Homebase. Ich bin ja nebenbei auch noch Yogalehrer und so, aber bin da auch sehr viel unterwegs. Ja. Also und bin umtriebig. Ja. Wer da auch nach Terminen Ausschau halten möchte, um zu gucken, wo man dich vielleicht auch wirklich mal so sehen kann, der kann das natürlich tun. Yoga auch in irgendeiner Form hat etwas mit dieser Ruhe zu tun, hat vielleicht sogar auch was wieder mit dem Schamanismus zu tun, denn es ist ein anderer Trance-ähnlicher Zustand, den man vielleicht auch erreichen kann. Aber alles in allem ist immer eines wichtig, nämlich, dass man zur Ruhe findet. Eine tolle Sendung. Also ich finde, es hat wunderbar gepasst. Ich würde mir jetzt von Ayla zum Abschied noch wünschen, ein paar Trommelklänge, wenn sie das für uns tun würde, weil ich finde, die bringen uns in so eine gute Schwingung. Wird sie das tun?
Und wir gucken in der Zwischenzeit mal auf den Spruch des Tages, was der uns zu sagen hat. Man muss daran glauben, dass Glück möglich ist, um glücklich zu sein. Ja, der Herr Tolstoi, da hat er recht. Ein paar Schwingungen, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zugucken. Und jetzt genießen Sie noch mal ein bisschen sibirische Musik, kann man dazu schon sagen, mit Ayla. Vielen Dank fürs Zugucken. Jan, vielen Dank. Mehr Informationen natürlich auch hier im Internet. Dankeschön.